Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andi OLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge sind wir hier nicht auf Datumir angekommen, aber wir sind auf Datumir ein bisschen hier rumgeeiert, haben einen Speicherpunkt hier erreicht und etwas Fortschritt gemacht, auch wenn es nur wenig war. Und ja, wir machen mal hier weiter und gucken, was hier so los ist. Da unten sieht schon wieder so aus, als könnte ich irgendwie da runter. Da unten ist ein Speicherpunkt, glaube ich. Und ja, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Also ja, das Logischste, was ich natürlich machen kann, ist, ich gehe mal gucken, ob ich da hin kann. Ne. Logischste, was ich machen kann, ist natürlich das Spiel spielen, was mir im Moment am meisten Kopfzerbrechen verbreitet. Und ja, gucken wir mal, wie wir hier weitermachen. Ich meine, ich habe in der Aufnahme irgendwie ein Geheimnis entdeckt, aber ich werde dann, dafür müssten wir kurz zurückgehen, was ich jetzt nicht machen werde. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie auf andere Weise hin. Und ja, wir werden das schon irgendwie finden. Aua, hat der mich natürlich getroffen. Ich wollte eigentlich ohne Schaden so vorbeikommen. Ja. Boah, Alter. Er ist mich auf den Arm nehmen, ey. Ich wollte eigentlich jetzt hier so ohne Schaden durchkommen, ne? Aber wird nichts, ne? Gut. Wir haben gedacht, so, du gehst jetzt auf die drei Typen los, haust sie mal ganz kurz weg und dann gehst du weiter. Aber nein, Alter. Weil ich bin doch jetzt gerade ausgewichen. Ich habe gesehen, er hat einen roten Angriff gemacht, weil ich nicht abwehren kann. Ich bin ausgewichen, hat nichts gemacht. Ich bin zu früh ausgewichen oder irgendwie so weiter. Aber ich wünsche, ich hätte Machtschub oder so, wo ich die einfach so irgendwo runterschmeißen kann. So, jetzt gehen wir mal ganz schnell hier hin. Wo sind die? Was? Oh Gott. Oh, genau in den einen Moment, wo ich gerade verwundbar bin. Kämpf doch einfach. Ich habe den abgebrochen, während du angebracht hast, ja. So, das war nicht nett. Die sind gerade erst aufgetaucht, als ich da. Hey. Das war nicht nett. Kann ich nicht den Bogen oder so aufnehmen? So, ich weiß gar nicht, wo wir hier stehen geblieben sind. Ich meine, da war so ein Gang. Den sind wir noch nicht hier abgeklappert. Und ja, gucken wir mal. Da weiter als bis hier sind wir, glaube ich, noch nicht gekommen. Ne? Oh, das war jetzt nicht fair. Komm schon. Das gibt's jetzt nicht, ey. Ja, schon wieder tot gleich. Ja, dann muss ich da überhaupt nicht weitermachen eigentlich. Ich habe jetzt schon verkackt. Irgendwie schon, ne? Weil ich habe mich noch treffen lassen, während der verlangsamt war. Er gibt es jetzt einfach nicht. Ich hätte gerne mal so ein Lebensding irgendwie. Hey, die tauchen einfach aus dem Nichts auf. Da, das hält mich nicht auf. Vor allem, das sind ganz normale Gegner eigentlich, ne? Von denen das Spiel sich so denkt, ja, du wirst einfach so da durchrennen. Als wäre das nichts, aber auf jede Großmeister ist ja jeder einzelne Kampf eine riesen Herausforderung. Und ich schaffe irgendwie nicht, die roten Dinger hier auszuweichen. Ich mach doch hier den ganzen hier. Meine Ausweichmanöver hier mit Kreis, aber bringt nichts. So wie es aussieht. Ach.
Gut, ich würde gerne ein bisschen Fortschritt hier machen. Also, haben wir jetzt genug verreckt, wenn es geht. Ich rein, ihr seid schon wieder nicht gespawnt. Wenn das der Fall ist, dann laufe ich einfach an euch vorbei. So. Ja, wir sind irgendwie noch nicht gespawnt. Also. Ja, er ist gerade gespawnt, aber. Ich sehe dich, Fremder! Was? Ich wusste, dass ich gewinnen kann. Der war nicht rot. Der war noch gar nicht rot. Boah. Und vor allem mit einem Schlag? Boah. Ey. Alter. Ey, 6 Minuten rein. Ich krieg schon nur auf der Fresse. Ey, wie blöd. Ach. Gott, wird lustig. Ich wollte eigentlich Fortschritt heute machen, aber wird nichts, glaube ich. Komm. Spiel ist 1000-mal schwieriger als Dark Souls. Ich meine, ich sag da noch nicht mal irgendwie so als Witz. Ich meine total ernst, ey. Weil in Dark Souls kannst du leveln, kannst du deine Ausrüstung hochleveln, du kannst dich leveln, ey. Hier kannst du nichts machen. Ey. Entweder bist du ja voll gut in dem Spiel. Ach man. Ich kriege dich. Ja, war schneller, ist klar. Ja, ist klar, ja. Ey. Boah. Ich dachte, ich hätte den Kampf unter Kontrolle. Ich sehe dich. Oh, jetzt habe ich natürlich keine Macht, ist klar. Jetzt kommt er wieder. Boah. Wieso hat er ein Problem? Meine Angriffe sind irgendwie viel zu langsam, ey. Ich muss immer so extra irgendwie so machen, ey, habe ich so ein Gefühl. Gott. Sieh den an, bitte. Kämpf mit mir, Brüder. So. Ja, ich habe ein Level up, also könnte ich theoretisch zurückgehen, aber mal schauen. So, ich mache gar keine Dreier-Kombos mehr, weil ich weiß, die machen irgendwie so Ausweichangriffe. Vielleicht hilft das ja mal. So, Fortschritt. Oh, na gut. Irgendwas Brauchbares? Mantis-Lackierung, Rennfahrer. Habe ich irgendwie eine Abkürzung oder so? Gott, zum Glück habe ich die nur gesehen im letzten Moment. Hi, schieß. Schieß. Bereite dich auf den Tod vor, Mistkerl. Komm, schieß. Warte, wo kam der Schuss jetzt gerade her? Hier kam gerade noch ein Schuss irgendwo. Oh Gott. Oh, ah, okay. Ich wollte schon sagen, kommt jetzt auch. Okay. Jetzt sterbe ich, pass auf. Trotzdem auf. Die spucken ihr Gift. Über uns. Ja, sind die da unten? Alles klar. Er ist
zu weit weg. Ein Eindringling. Ich habe ihn eben noch gesehen. So, komm mal hier runter. Du musst mal direkt unter mir kommen, wenn es geht. Stand gerade. Ey, da ist so ein Krabbelfisch. Willst du mich auf den Arm nehmen? Die sind voll gechillt miteinander. Ja, ich habe es natürlich wieder vermasselt. Bleib gefälligst stehen. Geht in den Nahkampf. Ich lasse dich nicht entkommen. Da, gar nicht schlecht. Okay, komm. Ich mache nur zwei Angriffe. Er scheint zu funktionieren. Ja, mach auf. Ach. Ich will keinen Speicherpunkt finden, wenn es geht. Was war da drin? Neue Lichtschwertschalter, Magus. Alles klar. Hallo? Aber bitte sag mir, die Tür öffnet hier da unten. Ich habe keine Angst. Gut, der Fremde wird von der Stärke unserer Brüder die Flucht ergreifen. Oh, Gott sei Dank. Mal die Abkürzung für da unten, ne? Ah, das ist gut. Da ist jemand. Natürlich. Hey. Ja, danke. Ich wollte mir noch meinen damit abholen. Jetzt muss ich den einen da auch noch angreifen und ich meine Erfahrungspunkte zurückkrieg. So, ich hoffe, ich muss den nicht direkt hauen und ja, abwehren reicht auch schon. Die Schüsse abwehren, zurückschießen. Weil sonst wird das richtig nervig. Würde schon gern mein Level Up abholen. Hab so Gefühl, das müsste ich irgendwie offscreen machen, weißt du? Mich voll hochballern, damit ich überhaupt eine Chance habe hier in dem Spiel, aber wir kommen ja weiter halbwegs. Langsam, aber wir kommen weiter. Wir haben eine Abkürzung geschaffen. Das heißt, wir müssen nicht durch diesen ganzen Elend hier noch mal durch. Also ja, wir machen immer langsam, aber sicher ein bisschen mehr Fortschritt, würde ich sagen. So, na, warte mal, die haben wir wieder nicht gespawnt, ne? Also weiter machen wir so. Ich warte jetzt mal kurz hier. Du spawns. Was ist das? Ich sehe einen Eindringling. Und tschüss. Ich wollte eigentlich da. Boah. Oh Gott, ey. Mal wieder haut mich jetzt oder so. Da. Da, gib mir irgendwas. Mit einem mehr HP oder so bekommen, aber geht nicht, ne? Oh, ich kann nur das neben sich gerade. Ja, dann macht das. Ja, sprintet nach vorne und da geht es. Ich springe während des Sprints meinen Salto übers Ziel zu machen. Ja, ob ich so schnell sein werde. Ich habe so meine Bedenken. So, was? Das war BD, okay. So, nein. Er hat er voll gebracht. Ich glaube, er hat sogar was abgezogen, aber. Bringt das zu Ende. Er flieht. Verhindert, dass er sich bewegt.
Boah, ich habe den nichts abgezogen bisher. Wie hast du das? Ich habe genau gesehen, du hast überhaupt nicht geblockt. Hey, jetzt verarschen mich ja schon. Nein, da wollte ich eigentlich nicht. Ach, was soll's? Habe ich sowieso schon wieder verkackt. Ich habe mein Leben verbaut. Ich lasse mich einfach durch, bevor die respawnen. Das wäre richtig toll. Oh. Ja, den gesehen. Ja. Danke. Haben schon wieder die Hälfte meiner AP verloren. Hey, jeder Kampf ist ja auf Leben und Tod. Hey, jeder einzelne. Da oben habe ich jemanden Verdächtigen gesehen. Jetzt werden wir noch nicht da hochgehen. Oh, was? Da kann ich mich nicht dranhängen, ey. Dat... Guckt sich das doch mal an. Das sieht so verdächtig aus, ne? Hey, Verarschung. Ne, oh, das ist ne. Aber bitte sagt mir, ich kriege jetzt mehr Angriffskraft oder irgendwie sowas. What? Doppelklingenschwert. Das Doppelklingenschwert ist ein Punkto Massenkontrolle überragend. Setze Machtangriff ein, um größere Gruppen zu überwältigen und sie zu besiegen. Block nach der erfolgreichen Abwehr eines Blasterbolzens, um weitere Bolzen auf deinen Gegner zurückzuwerfen. Ah, okay. Alles klar, cool. Okay, das ist mal nicht schlecht. Und jetzt kann ich ja Licht schon anpassen, ne? Das war wechseln mal wieder hier. Mal mit dem Teil rum. So. Cool, nicht schlecht. Kann man ja mal ausprobieren irgendwann. Ja, ich wollte schon sagen. So. Okay, das ist nicht gerade fair. Ist da? Die tun vom Weiten ein Abschießen in diesen schmalen Gang, ne? Und du sollst auch noch da durchgehen, ne? Während die auf einen ballern, ne? Ich wusste es. Noch. Das wird ein Spaß, ey. Wenn ich mal irgendeine Art Fernkampfangriff hätte, das wäre gut. Also irgendeine Art, muss ja noch nicht mal stark sein. Ob mich die Gegner noch mal kurz so anstunnen kann irgendwie. Oh nein. Oh, das Spiel ist frustrierend auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Weil mir diese blöden Viecher auch noch schaffen, mich so auszumanövrieren, ey. Also ich denke ja echt über jeden Move nach, ne? Und dann kommen die einfach so, nö, Seitwärtsschritt, Rückwärtsschritt, dich, Abwehr, links, rechts, boom. Und ich bin hier, was? Okay, cool. So. Na gut. Die Neidex
Au. Oh, jetzt habe ich natürlich keine Macht. Ja. Ah, da kann ich hochklettern. Boah, ich denke immer, wenn ich so, ich könnte mich da durchquetschen irgendwie, aber okay, da irgendwie ein Checkpoint ist, habe ich so das Gefühl, dass ich da durch kann. Aber es hat, oh, da ist doch irgendwie so ein Power-Up oder Macht oder Leben oder irgendwie so was, ne? Lebensessenz. Energie aus der Ruine? Geheimnis entdeckt. Keine Erfahrungspunkte, leider. Aber ich habe einen von einer Erfahrung. Oh, alles erkundet sich gerade. Okay. Habe mich vorsichtshalber nochmal da festgehalten, weil ich nicht wusste. Fallschaden und so. Nur noch ein so ein Ding und wir haben mehr Leben. Ich hoffe, das wird irgendwie was bringen. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht wirklich stärker. So, diese eine. Ist das? Oh, ein Weggefährte. Oder auch nicht. Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben. Ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht. Oh. Ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst cool ihr Story, über diese Ruine? Ach, die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Kann ich den angreifen, theoretisch? Woher wisst ihr so viel über die Schwester der Nacht? Beobachtung. Ich habe viel gesehen, seit ich hier bin. Was soll das bedeuten? Muss es etwas bedeuten? Viele große Geister. Also viel gesehen hat, wer der hier war. Auf der Suche nach Ordnung. Ich muss mal los. Wie lange seid ihr schon hier? Lang genug. Diese Welt gewährte mir Zuflucht, als ich sie brauchte. Unterkunft, als ich schwach war. Erleuchtung, als ich mich in der Dunkelheit verloren hatte. Aha. Gib auf dich acht, Reisender. Alles klar. Warte mal, schaffe ich. Ja, so komme ich nicht. Ja. Zwei. Ja. Hä? Wie komme ich denn jetzt weiter? Ist ja nicht da, wo ich hin muss? Muss ich wieder irgendwie ein Trauma oder so? Ja, ich werde irgendwie im letzten Moment abgeblockt oder so. Soll das? Oh Gott. Dann falle ich hier runter, ist klar. Ach. Gott, wo muss ich denn dann lang? Und sehe ich einen Speicherpunkt da weit unten. Also muss ich irgendwie nach unten. Da, wo muss ich hin? Ah, nee, hier sind doch die Viecher wieder respawned, oder? Nee, nee. Ich bin Nidax. Ja, ich habe auch schon Appetit. Ihre Haut ist zu dick zum Kauen. Ist ein anderer Weg noch? In den Seiten? Ich dachte, das ist Kel, weil der jetzt hier geredet hat.
Wo muss ich schon wieder lang? Ja. Ich gehe mal hin. Oh, der da oben, ne? Ich wollte nicht meditieren, ich wollte. Okay. Kann ich überhaupt leveln, wenn ich wollte? Ich habe ja keine Punkte, aber ich kann auch irgendwie nichts Neues wählen, habe ich so ein Gefühl. Was ich noch irgendwie macht oder so. Vielleicht kann ich jetzt da lang. Da ist immer noch rot. Ah, ehrlich. Verstanden. Ja. So. Habe ich ausnahmsweise mal sogar geplant. So. Schwer halb tot, ist klar. Er darf sich nicht regenerieren. Ich darf mich nicht regenerieren. Ihr läuft ja hier mit so massig Ausdauer rum, die ich erstmal alles durchbrechen muss, bevor ich durchkomme. Ah, ehrlich? Hey. So, ich hole mir noch ein Level ab. Oh, ich bin doch. Oh. Zurück, hochleveln, wenn es geht überhaupt. Wie gesagt, mir geht jetzt, weil ich jetzt irgendwie alle Punkte ausgegeben, alle vorherigen oder irgendwie sowas. Mehr Leben oder irgendwie sowas. Okay, kann ich was lernen? Ja, ne. Ja, oben oder so. Dann führt einen schnellen Trittattacke aus. Nehmen wir das. Habe ich, glaube ich, mein Auge drauf geworfen. Ja, sieht nach einem schnellen Angriff aus. Der wäre nicht schlecht. Boom. Vor allem, ich mache ja auch oft solche Ausweichdinger. Na, bevor wir jetzt aber weitermachen, uns heilen oder so. Ich sagen, gucken wir uns mal um und gucken, wo ich jetzt hin muss hier. Also hier habe ich die Cutscene aktiviert. Also wäre es doch logisch, wenn ich irgendwo hier weiterkomme, ne? Du, der so viel hier gesehen hat. Sag mir, wo ich hin muss, Mann. Da, der hält im letzten Moment an. Was soll das? Ja, mein nächster Verdacht wäre irgendwo hier, aber oh, bitte sag mir jetzt nicht. Okay. Ich dachte vielleicht kann ich mich jetzt irgendwie daran hängen oder so, aber und ja, ich drücke die ganze Zeit L2, während ich hier dran hänge, wenn ich springe. Bringt nichts. Oh, ich. Okay.
nee, das ist meine Mission, ne? Okay, wisst ihr was? Dann verlassen wir eben den Planeten. Vielleicht muss ich ja hier echt hier noch nicht hin, ne? Also, das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein. Nee. Ja. Ach nee, durch die Tür muss ich ja. Wollte schon sagen. Alles klar, wisst ihr was? Dann gehen wir weg von diesem Planeten und im nächsten Part gehen wir nach Zepho. Weil vielleicht, ich habe so das Gefühl, ich muss da, wo diese blöde Wand ist, hin. Aber ich habe irgendwie noch nicht so ein Power-Up oder so, das ich brauche. Also machen wir uns auf zurück zum Schiff. Gott. Halt, da oben war was. Gesehen da oben. Kann ich das so erreichen? Nee. Oder? Aha. Der Nacht überlebte. Irgendwas an ihr ist vertraut. Ein Feind! Ja. In Ordnung. Ja, geh weg. Ich kriege dich! Er zieht sich zurück! Ne, drei Angriffe bringen nichts. Und irgendwie mache ich diesen Trittangriff nicht. Ich mache Kreis und Viereck direkt drücke. Da kann man ja mal kurz abchecken, was ich da gefunden habe. Ja, war ich doch schon hier zu früh, ne? So, ja, wo war das nochmal, ne? Okay, bei euch kann ich glaube ich drei Angriffe machen, ne? Nein, 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 nein. Jetzt kein Mist hier. Spring da runter. Danke. Oh. Okay. Ich hatte ein Ding vielleicht auch noch fertig machen hier, um Level abzuholen. Was ist hier überhaupt noch was? Wir müssen ja so oder so noch mal zurück hier, also was soll's. Obwohl, komm, versuchen wir. Ein Geweckter. Ich meine, hier oben war da irgendwo. Ah, oh, da ist noch ein Gegner, ehrlich. Na, seht ihr das da? Ich meine, nee, da kann ich nicht durch. Dreck. Ich konnte was untersuchen. Komm schon, setz die Macht ein, Kollege. Oh, halt. Ich sehe was. Hä? Hä? Was ist das? Macht. Nee. Eine Schwester der Nacht. Sie übt ihre Magie aus. Alles klar. Oh, da ist auch noch was. Ich glaube, da war ich schon. Ja, da ist eine Truhe. Wo seid ihr?
Ich weiß, ihr seid hier unten irgendwo. Oh, beide auf einmal, gut. So, na, komm schon, gib mir noch ein Level ab. Muss noch einen von so einen Viechern, diesen Viechern erledigen, habe ich so Gefühl. Meine ich auch immer noch eins. Ja, Kampfmusik. Komm schon. Na gut, da gehen wir mit unseren vollen Erfahrungsbalken geben nach Hause und gehen nach zu dem Planeten, wo wir wahrscheinlich hin müssen. Ne? Und ja, gut. Aber wir haben hier einen Abstecher gemacht, da war auch nicht schlecht. Ne? Müssen höchstwahrscheinlich noch gar nicht hier hin, aber ja. Da, da ist ein Gang. Da habe ich nicht auch irgendwie so Pilze oder so gefunden. Kannst du die für irgendwas gebrauchen, Rick? Ich meine, Grease. So. Schön, dass du unversehrt zurück bist. Ich komme nicht weiter. Müssen woanders hin. Sekunde. Sie beginnt zu wachsen. Ja, okay. Der Pilz war einfach nur zum Untersuchen, nehme ich an. Gut, dann würde ich sagen, in dieser Folge haben wir genug erreicht. Ich meditiere mal hier eine Runde. Und in der Folge gehen wir dann zum nächsten Planeten, weil wir ja ganz offensichtlich irgendwas brauchen, um weiterzukommen. Naja, so einen weiteren Sprung oder irgendwie sowas. Gut. Machen wir das in der nächsten Folge, ne? Würde ich auch sagen, gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.